Dass Patentmuster nicht unbedingt Rippen ergeben müssen, zeige ich dir heute mit dem Glattpatent. Das Muster ist sehr einfach, besteht nur aus einer Vorbereitungsreihe und zwei Musterreihen und du benötigst eine gerade Maschenanzahl. Glattpatent eignet sich überall dort, wo ein Rippenpünktchen nicht passend ist. Wenn du nun einen glatten Beginn oder Abschluss oder eine Blende für ein Strickstück haben möchtest, würde sich glatt rechts aber einrollen. Du siehst hier den Unterschied, ich habe zuerst ein Stückchen Glattpatent gestrickt, dann ein Stückchen glatt rechts und du siehst, es rollt sich hier schon ein, vor allem aber auch seitlich. Das vermeidest du mit dem Glattpatent. Das Glattpatent sieht auf der Rückseite, erinnert es ein bisschen an das Netzpatent. Das Gestrick wird voluminöser, die Maschen werden ein bisschen größer. Ich zeige dir da die Rückseite. Das obere ist die Rückseite vom Glatt rechts. Und unten siehst du die Rückseite vom Glattpatent, die ein bisschen aussieht wie das Netzpatent, das du schon kennengelernt hast. Wir beginnen mit einer Vorbereitungsreihe, mit einer Rückreihe, also einer Reihe auf der Rückseite. Und du beginnst mit einer Randmasche rechts und dann wird abwechselnd gestrickt eine Masche links, eine Masche links heben, Faden bleibt aber auf der Nadel wie beim Patent üblich, eine Masche links, eine Masche links heben, Faden auf der Nadel, eine Masche links heben, eine Masche links, eine Masche links heben, so dass immer der Faden wie ein Umschlag auf der Nadel und auf der Masche liegen bleibt. Das war die Vorbereitungsreihe auf der Rückseite. Nun beginnt die erste Musterreihe. Du siehst, es haben sich hier, ich nenne das Doppelmaschen, gebildet, die üblicherweise beim Patent dann immer als eine Masche abgestrickt werden. Die entstehen durch das Abheben der Masche mit dem Umschlag auf der Nadel. Eine Masche rechts, die Randmasche, die Doppelmasche rechts stricken, die einfache Masche links abheben. Wieder mit dem Faden auf der Nadel. Die Doppelmasche rechts stricken, die einfache Masche links abheben. Doppelmasche rechts stricken, einfache Masche links heben. Faden bleibt immer auf der Nadel beim Abheben. Also auf der Vorderseite werden die Doppelmaschen rechts abgestrickt und die einfachen Maschen links gehoben. Die zweite Musterreihe, die Randmasche rechts, die Doppelmasche wird nun links abgestrickt und die einfache Masche ebenfalls links gehoben. Doppelmasche links abstricken, einfache Masche links heben, Doppelmasche links abstricken, einfache Masche links heben. Auch hier bleibt der Faden immer auf der Nadel. Das war schon die ganze Hexerei. Das ist, das ist wirklich einfach. Und du weißt auch schon, dass bei einem Patentmuster du erst einige Reihen stricken musst, bis sich das Muster entfaltet, bis man es wirklich erkennen kann. So, der Unterschied zwischen dem Glattpatent und dem Glatt rechts ist deutlich, auch an der Rückseite siehst du ganz deutlich, wie sich das Glatt rechts Muster an den Seiten auch einrollt. Das passiert beim Glattpatent nicht. Es eignet sich daher auch sehr schön für Schals, wenn du einen glatten Schal haben möchtest. Der Unterschied zwischen den Strukturen, den kannst du sehr schön für ein Muster, für eine subtile Streifenstruktur nützen. Viel Spaß damit!